kommt dir Folgendes bekannt vor. Du fährst an die Tanke, hältst den Rüssel rein, machst voll und dann guckst du auf die Preise und denkst, mein Gott, ist das wieder teuer. Oder du hast Angst im Dunkeln und lässt einfach im Flur das Licht brennen. Aber dann kommt wenige Tage später die Rechnung. So ziemlich alles ist teurer geworden und man muss einfach gucken, wo man noch sparen kann. Und da gibt es noch ein unbeliebtes Thema, wo aber noch ganz viel Potenzial da ist, wo man halt noch Geld sparen kann. Versicherung. Warte, bevor du jetzt wegskippst, hör dir kurz an, warum das Thema auch für dich sehr relevant ist. Wenn du noch konventionell versichert bist, kann es sein, dass du zu hohe Maklergebühren bezahlst oder zu hohe Beiträge. Das ist heutzutage aber gar nicht mehr nötig, denn es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, deine Versicherung zu checken. Eine Lösung? Nicht wie bei einem Handyvertrag, wo du über Monate gebunden bist, sondern du hast 100%ige Transparenz, alles auf einen Klick, einsehbar und du kannst jederzeit kündigen. Die Antwort ist Clark. Du meldest dich einfach an, lädst deine Versicherung hoch und guckst, ob du bei gleichem Versicherungsumfang einfach Geld sparen kannst. Falls bereits alles optimiert ist oder du ein ungutes Gefühl hast, kannst du das Maklermandat jederzeit wieder entziehen. Falls es aber Verbesserungspotenzial gibt, kannst du ganz einfach mit Clark zu deiner Wunschversicherung wechseln. Kein Risiko, keine Verpflichtung, minimaler Aufwand und solltest du doch Fragen haben oder irgendwelche Probleme, kannst du dich jederzeit an einen Clark-Experten wenden. Der hilft dir natürlich sehr, sehr gerne. Und das alles kostenlos. Wenn du jetzt immer noch denkst, hätte, würde, sollte, könnte, ja, pass auf, Clark ist dir so sicher, dass sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben, dass sie dir sogar Geld dafür zahlen, dass du deine Versicherung hochlädst. 15 Euro pro hochgeladene Versicherung bis zu 45 Euro ist machbar und das Ganze mit dem Code MADI45. Also, erster Link in der Beschreibung und mit dem Code MADI45 funktioniert die ganze Geschichte. Let's go. Geld sparen ist wichtig, gerade heutzutage. Also, keine Ausreden mehr. Clark kümmert sich. In einer Zeit, in der die Welt Kopf stand, gab es einen Mann auf der Suche nach einem kleinen Stückchen Sicherheit. Einen Mann, getrieben von Hoffnung und Wahnsinn. Geht gut? Er wagte, was unmöglich schien. Er wollte errichten, was andere kauften. Wow! Kann man einen Bunker selber bauen? Ja, kann man. Aber man muss sie auch jetzt wieder selber abreißen, die Scheiße. Ja, wenn man einen Bunker ohne Baugenehmigung baut, dann kann man damit und dann muss man damit rechnen, den wieder einreißen zu müssen. Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal bei einem neuen Video. Das ist eigentlich gar kein schöner Augenblick, beziehungsweise kein schöner Moment, aber ich würde euch gerne nochmal mitnehmen auf eine Zeitreise von dem Gedanken, kann man einen Bunker selber bauen, bis zu dem Punkt, ja, geht. Und man muss ihn wieder abreißen. Ob das auch geht, das erfahrt ihr später, aber ja, lasst uns kurz einmal Revue passieren lassen. Wie hat alles angefangen? Der Punkt ist, wir stehen jetzt hier zwar vor diesem fertigen Konstrukt, aber ich will mal ganz kurz in Erinnerung schwelgen. Ich weiß noch, wir saßen bei der Baubesprechung im tiefsten Hochsommer, oberkörperfrei, manche Personen, bei der Baubesprechung und überlegten uns, kann man so einen Bunker einfach auf eigene Faust im Wald selber bauen? Wie groß wird das Ding? Vorschläge? Irgendjemand von euch? Groß. Herr Savalmani, für wie viele Personen ist denn der Bunker gedacht? Oh! Bommel? Alle? Sag mal, kann erst mal meine Frage beantwortet werden? Er hat die Antwort gegeben. Alle. Was soll denn da rein? Ein Bett, ein Scheißhaus. Wie sieht's mit WLAN aus oder sowas in die Richtung? Küche. Regale. Oh, ein Spielezimmer. Oh, Jacuzzi. Vorräte. Jetzt haben wir hier eine Liste von vielen Sachen, die da drinnen Platz brauchen. Vor was? Soll der. Was denn? Vor was soll der schützen? Gute Frage von Herrn Bommert. Und zwar dieser Bunker. Dieser Geheimbunker soll vor was schützen? EMP. ABC. Also klassischer LP-Landschaft, das ist nicht zu verachten. Ja, und damit hat's begonnen. Baubesprechung, Plan gemacht, Schaufel geschnappt, Bagger gemietet und dann ging's ab. Ist klar, wo das Ding hin soll? Ganz geil. Darf ich sagen, holen wir sie schippen? Freunde. Bitte rein ins Loch. Grab, Freunde, Grab! Das war der Schöpfer, Freunde! Hier war vorher, genau wie hier jetzt gerade, nichts außer Sand, Fläche, Waldboden. Dann haben wir uns tatsächlich dazu entschieden, einen Bagger zu mieten. Keiner von uns konnte Bagger fahren. Auch naiv zu denken, man mietet sich einfach ein Baugerät und man kann damit loslegen. Gut, man kann es ja mal probieren. Also, wir hier rumgewerkelt, gemacht, getan. Das Ding hier rangeschafft. Ein Loch ausgehoben, was einfach gefühlt nicht größer geworden ist. Ständig haben wir uns verhaspelt. Alle wollten mal Bagger fahren. Grüße gehen raus an Bommel. Und ja, mit Schaufeln, mit Schlupp. Die Steine rausgekramt, gemacht, getan. Wir sind einfach nicht vorangekommen. Wir hatten dann also dieses Loch, mehr schlecht als recht. Und genau an dem Punkt, wo wir dann schon die Baugrube hatten,
ist uns in den Sinn gekommen, wir müssten ja auch mal irgendwo unterkommen, wenn es regnet. Und dann kam das Monster-Shelter ins Spiel. Falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, hier oben ist eine Infokarte, beziehungsweise ist auch in der Beschreibung verlinkt. Gönnt euch. Da haben wir auch mal eine kleine Zeitreise gemacht. So, Max, bevor wir jetzt aber hier kurz nochmal schwelgen, will ich mal ganz kurz diese Höhenunterschiede zeigen. Weil wir stehen jetzt auf dem fertigen Bunker. So, damit man mal aber das Gefühl hat, ich gehe jetzt mal hier runter. So. So, jetzt haben wir quasi den Boden erreicht, so halbwegs. Und man sieht halt schon super, was hier an Erde bewegt werden musste, damit hier überhaupt was entsteht. So, jetzt zeige ich euch mal eigentlich unser eigentlicher Weg, der immer da war. Das war immer unser Zugang. Wir sind diesen Weg hier runter und dann mussten wir hier vorne abknicken, um dann hier in die Baugrube reinzukommen. So, und dann war hier dieses riesengroße Loch mit einer übelsten Kante. Und ich weiß noch, Fritz hat mit seiner G-Klasse einfach noch abends Licht gemacht, weil wir hatten ja keinen Strom. Dann hat er sich mit seinem Auto hingestellt an die Kante und hat einfach das Ding geflutet, damit wir halt auch noch im Dunkeln baggern konnten. Und ich weiß noch, ich kann mich erinnern, es ist morgens 6 Uhr und ich höre so ein Piepen und so ein Motorgeräusch. Ja, das saß Bommel einfach im Bagger, weil er einfach nicht schlafen konnte, weil er baggern wollte. Moin, Kalle! Moin! Hast du kein Bett oder was? Guck mal auf die Uhr! Ja! Der frühe Vogel und so! Einfach eine richtig geile Geschichte. Bodenplatte. Jedes Gebäude braucht ein Fundament. Also auch ein Bunker. Ja, und da ich ja gelernter Maurer bin, war, hab ja lange Zeit auf dem Bau gearbeitet. 3 Jahre. Ist eine lange Zeit. Viel gelernt. Habe ich mir gedacht, naja, du brauchst ja Stahlbeton, weil Beton muss arbeiten. Hatte ich mal irgendwo gehört. Jetzt kommt's. Normalerweise würdest du dir einen Betonmischer bestellen mit 20 Kubik, keine Ahnung, schüttest das Ding voll, ziehst ihn mal glatt, fertig. Ja, wäre zu einfach. Wir haben uns einen Betonmischer gemietet. Ich habe die Crew rangetrommelt. Also so begab es sich, dass wir dann halt ungefähr 100 Millionen Säcke Zement bzw. Estrichbeton rangeholt haben. Dann haben wir da einen Betonmischer runtergefahren und haben jeden einzelnen Sack runtergetragen, angemischt und gegossen. Und das Stück für Stück. So. Und das Ding ist halt, normalerweise muss es aus einem Guss entstehen. Also hatten wir auch Zeitdruck. Ran an die Buletten. Dann schön hier mit so einem Vibrationsrüttler rinnen die Pampe. Brrr, gemacht und getan. Dann mit Fritz zusammen das Ding abgezogen. Schön glatt gemacht. Warte, hier kommt mal über den neuen Karten. Ich hab echt. Sorry. Es war so klar. Es ist einfach auch nur Dreck. Sorry. Mein Gott, ey. Dann musste der Beton natürlich mal aushärten. So, und wer glaubt, dass das die schlimmste Arbeit war, der irrt sich aber gewaltig. Bitte bedenkt daran, wir sind nicht irgendwo urban, wir sind in der Wildnis, in der Natur. Kein Strom, keine Wasserversorgung. Als dann die Bodenplatte fertig war und das Video kam raus, ein riesiger Aufschrei in der Community. Martin, viel zu dünn, wird niemals halten, das Ding kracht dir ein, bricht dir auseinander. Aber allen Hatern da draußen zu trotz hat das Ding gehalten, bis heute. 3 Jahre sind um, der Bunker ist intakt, er ist nicht kaputt gegangen, es ist nichts gerissen, es ist kein Wasser eingetreten. Also hey, ihr lagt falsch. Punkt, Ende aus. Einfach falsch. Dann haben wir angefangen, die erste Kimmsteinmauerschicht, also man sagt dazu Kimmsteine, weil die erste Schicht sind, die ist am wichtigsten. Wenn die nicht gerade ist, ist der Rest vom Bau im Arsch. Gut, dass Karl da war. Und dann haben wir uns rangesetzt. Und ich weiß noch, wie wir quasi rumrum mauern. Er hat alles gesetzt und beim letzten Stein hatten wir so einen Unterschied. Das ist Müll hier. Zeig mal, mach mal Wasser raus. Na, wer erkennt den Fehler? Das ist Müll. Wenn das gerade ist, dann ist das hier richtig zu tief. Die Reihe muss noch mal raus. Wir haben uns gedacht, Mensch, der Tag ist doch noch viel zu lang, ist doch noch Licht. Oh, normal. Wir mussten alles noch mal abreißen und noch mal von vorne anfangen. Alter, ich sag euch, das war... Oh. Dann haben wir halt die Stich für Stich aufgemauert und dann muss man sagen, wir haben ja im Sommer angefangen und es wurde immer kälter, es wurde immer nasser und jeder weiß, wenn man einen Rohbau setzt, dann sollten die Steine nicht nass werden, weil die brauchen unendlich lange, bis die trocknen. Also, was machst du, wenn es regnet? Was machst du, wenn es schneit, wenn es kalt wird? Spannst du eine Plane? Also, wir eine Plane drüber gespannt. Ja, was passiert, wenn die Plane aber mit Wasser beträufelt wird? Genau, es muss irgendwo ablaufen. Also haben wir noch Regentonnen in die Ecken gebastelt, damit da das Wasser rinnt. Was passiert aber, wenn das Ding voll ist? Es wird schwer. Was passiert dann? Na, das Ding kippt um. Und die ganze Plöre ist uns wieder rinnelaufen. Oh oh. Oh oh. Kippen. Weil das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Also, das bringt was. Ich dachte, wir bauen einen Bunker und keinen Swimmingpool.
Chris und ich, wir hatten richtig Spaß. Also was wir da im Modder erstanden haben, das darfst du keinem erzählen. Daraufhin haben wir uns entschieden, okay, mit der Planet funktioniert halt nicht. Die war hier 6x7 Meter oder was, da war hier alles komplett abgespannt, damit auch gar nichts nass wurde. Ja, aber trotzdem kam von der Seite und von oben und das hat irgendwann durchgedrückt. Es war unmöglich, einfach das Ding wasserdicht abzudichten. Also haben wir uns entschieden, kurz vor Anbruch des harten Winters, einfach ein Haus drüber zu bauen. Also wir haben einfach aus Holz gestellt, ein Frame, ein Case, eine Hütte quasi drüber gebaut, alles abgedichtet mit Plan. Hello, welcome to my new Bunker Vorbereitungscamp. Kommt rein in die gute Stube. Ich hab ja alles. Lovely welcome here in the middle of my Bunker Planet with the leichte stones on it. The first Tisch der Stones we have here, there is a ladder, there's foliage, there's a light. Hello, we sit here in my bunker. No, just it's a provisoric. Next time we make another Schichten of the Stones. Allen Witterungen zum Trotz haben wir einfach die gemeistert, hatten dann irgendwann den Rohbau zu stehen und standen dann für diese vollendeten Case. Wir hatten dann einfach einen Pool. Einfach ein Swimmingpool. Da stand einfach 3x4 Meter, ungefähr auf 2 Meter hoch, stand da einfach so ein Rohbau. Ja, und jetzt? Du musst ja eine Decke oben drauf packen. Wir mussten ja eine Klappe und alles. Ich war verzweifelt, ich sag's euch wie das. Ich war am Ende. Und da war der Punkt erreicht, wo ich dachte, das wird nie was. Das kannst du vergessen. Wie soll denn das gehen? Wie willst du denn jetzt da oben zumachen? Das ganz große Problem war einfach, wir wollten den Bunker ja unterirdisch bauen. Das heißt, wir mussten ihn ja wieder zuschütten. Das heißt, alles, was da oben drauf kommt, also das Dach, diese Decke, die musste ja auch die Erdlast halten. Nasses, erdreich, oben drauf auf der Decke, das muss statisch passen, das muss funktionieren. Da kannst du nicht einfach selber mal ein paar Bretter nehmen und ein bisschen Beton aufschmieren. Das funktioniert nicht. Also, Profis. Es waren wieder die Profis. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie geil es ist, dass solche Projekte dann zusammenschweißt. Leute auf den Plan ruft, die man ins Herz schließt, die man aus seinem Leben gar nicht mehr wegdenken kann. Daniel. Und glaubt mir, die Decke ist am wichtigsten. Habe ich mir Hilfe geholt. Daniel. Hallo. Der hilft mir heute quasi deine Schalung aufzubauen. Er hat so ein bisschen was mitgebracht und vor allen Dingen seinen Verstand, der mir so ein bisschen fehlt. Ich hatte Rückenschmerzen des Todes. Ich war auf Ibuprofen wie Tic Tacs. Versteht ihr? Daniel und Chris zusammen haben quasi die Decke eingeschalt. Das macht man mit so riesen Platten. Dann konnten da Drehsteifen drunter. Dann wurde noch ein Stahlgitter eingelassen, ein richtiges Stahlgitter, also dreimal so massiv wie die Bodenplatte, wo ich schon sagte, Alter, die wiegt doch das Dreifache von der Bodenplatte. Die Leute haben recht, das kracht ein. Ich hatte richtig Schiss. Ist nicht passiert, weil die Last wird natürlich über die Wände abgetragen, ins Erdreich. Also, bleib mal cool. Dann ist natürlich das Problem, gut, Beton. Ich hatte keinen Bock, wieder alles mit der Hand anzumischen. Also, habe ich mir mal einen Betonmischer gegönnt, die Decke gegossen, aushärten lassen. So, pass auf, jetzt hast du hier diesen fertigen Bunker, Rohbau, Decke, alles ist da, Klappe war auch da, alles super, alles easy peasy. Ja und? Jetzt fängt es an zu regnen. Der Beton saugt sich voll. Dann fängt es irgendwann an durchzutropfen. Dann hast du halt einfach einen fetten Rohbau, der nass ist und alles nach innen ablässt. Einfach ein Aquarium. So, was macht man? Richtig, man dichtet dieses ab. Und jeder kennt es, der schon mal ein Haus gebaut hat. Wenn man einen Keller baut und so weiter, muss man die schwarze Wanne machen. Man nimmt quasi einen Anstrich, einen Teeranstrich und streicht quasi die Wände mit so einer schwarzen Pampe ein. So. Und dann braucht natürlich die Decke oben eine andere Behandlung. Was macht man mit dem Dach? Man deckt es. Mit Steine oder mit Dachpappe. Dachte ich mir, das kriegst du alleine hin. Ich mir schön, Brenner ran, bam, ein bisschen Dachpappe hoch. Ruffel klebt, da geil. Komme hier nach gewisser Zeit wieder und mache nur so einen Test, laufst über die Bunkerdecke. Dann denk ich so. Irgendwas stimmt hier nicht. Da habe ich tatsächlich beim Entschalen mir einfach so ein Grat stehen lassen an der Wand, dass ich oben quasi wie nochmal ein eigenes Schwimmbecken auf der Platte hatte. Alles für die Katz, alles für den Arsch. Das war komplett Fritte, das Dach. Ich musste alles wieder abreißen. Jede einzelne Plane, alles wieder runterziehen. Mit mühseliger Arbeit, da war noch Styropor drauf. Wegen Dämmung, dachte ich, wisst ihr? Damit nicht genug. Ich muss mal ganz kurz zurückspringen. Freunde, seht ihr diesen Baum hier, der hier steht? Wir beide sind keine Freunde geworden. Ihr müsst euch vorstellen, hier war halt eine große Kante, ein Graben. Da hatte ich mir eine Bohle drüber gelegt und will so schnell nochmal in den Bunker rüber, auf die Platte drüber, bin so auf der Mitte und hier rutscht mein Fuß weg und mein komplettes Gesicht knallt gegen diesen Baum. Ich hatte ein Gesicht, Leute, das sah aus wie Quasimodo. Ich kann es nicht mehr beschreiben. Fotos sprechen für sich. Ich war verletzt, ich war beschädigt, mir ging es nicht gut, aber konnte den Klingelk weitergemacht. So, jetzt hat man aber immer noch diese Platte oben, also diese Decke, die einfach komplett durchgesifft war, nass, alles musste wieder runtergerissen werden und auch diese Schalung, die ich drangelassen hatte, musste ab. Nachdem das alles drunter war, hatte ich das nächste Problem. Wenn ich es nicht hinkriege, muss ich jemanden finden. Ich war am Rande der Verzweiflung und Gott sei Dank gab es wieder so eine göttliche Fügung, Grüße gehen raus an Michel, der
T-1000 haben wir ihn genannt, der Terminator. Der kam hier an. Ich weiß nicht, innerhalb von 10, 15 Minuten gefühlt war schon die erste Lage drauf. Ja, ich mach das jeden Tag. Du musst danach und da musst du drauf achten und dann hier und dann wischi ist das. Fertig. Wir hatten dann endlich ein dichtes Dach. Geil. Wir haben ja vorher schon daran gedacht, dass wir eventuell mal Strom bräuchten im Bunker und haben da hinten dieses Windrad errichtet. Was natürlich auch ein Kabel braucht, was in den Bunker geht. Wir also schön durch den Wald, Kabel gelegt, durch die Wand gebohrt, schön mit abgedichtet und drin. Bis heute dicht. Aber das war auch ein Akt. Wir also soweit fertig. Dann kam der große Augenblick, der, also das war tatsächlich, das war episch. Ha, halt, was haben wir vergessen? Die Belüftungsrohre. Da müssen wir mal kurz Props an Jan rausholen, weil ich war bei Instagram verzweifelt. Wie kriege ich da eine Belüftung rein, ohne dass er ständig irgendwelche Motoren laufen lassen muss? Ganz einfach. Ein langes und ein kurzes Rohr und der Unterdruck regelt. Danke an Yamaha bzw. an Jan. Das war krass. Guck mal, was das Feuerzeug macht, wenn ich es hier ranhalte. Gar nichts. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ja, hier strömt die Luft rein. Krass, siehst du das? Das ist jetzt so lapidar dahin erzählt, von wegen hier ein kurzes, ein langes Rohr. Aber ich sag euch, wie es ist, Leute. Wenn das nicht funktioniert hätte oder die Deckenlast nicht richtig berechnet worden wäre und du da drinnen liegst, dann wärst du einfach erstickt. Du wärst einfach tot, weil du Fehler gemacht hast. Und das durfte und das sollte niemals passieren, ist auch nicht passiert. Aber ich will es nur mal erklären, wie einfach es erstmal klingt, aber wie gefährlich es eigentlich doch am Ende ist. So, jetzt hatten wir das alles fertig. Das Dach war dicht. Wir hatten auch eine Bunkerklappe. Und dann ging's los. Der epische Augenblick, Finalisierung. Wir schütten das Ding zu. So, jetzt hatten wir natürlich hier so am Rand ein bisschen freigemacht und so weiter. Ja, aber ich sage euch eins. So viel Erde, wie wir hier nochmal gebraucht haben, geht auf keine Kuhhaut. So, und jetzt zeige ich euch mal einen richtigen Apparat. Ja, das ist wohl eher die Größe. Fühl ich. Renn in den Bunker, renn in den Bunker. Geisteskrank. Danke dir, lieber Fach. Vogel. Wo soll die denn herkommen sein? Hier raus, ja. Die sah aus der Ecke raus. Ich hab sie gerade gesehen. Drin. Nein, hör auf. Das war doch ein Vogel. Nein, du musst von hier gucken. Quatsch, doch keine Opa. Da komm her hier. Da passt doch kein Vogel hin. Stell dich hier hin. Da oben. Da drin. Da hinten drin hängen die. Warte mal, das glaubt. Alter. Ey, na Gott sei Dank. Stell dir mal vor, wir hatten zugeschüttet. Da war eine Fledermaus drin. War eine Fledermaus drin? Ja. Du erzählst doch Scheiße. Real Talk? Real Talk? Ja, Real Talk. Alle haben es gerade gesehen. Die war ein Meter in meinem Kopf. Das Ding ist halt, jetzt kommt hier so ein riesen Radlader, kippt die Erde ab, ja. Der berührt so den äußeren Rand und du denkst so, scheiße, da drückt jetzt richtige Erdlast gegen. Wenn jetzt die Wände nachgeben, war das ganze Projekt umsonst. Das kann man sich nicht vorstellen, es ist einfach eine nervliche Anspannung, die Sucht seinesgleichen. Du siehst, wie langsam dich alles füllt, denkst, freust dich, aber dann siehst du, wie der Radlader immer näher kommt, berührt auch schon mal die Bunkerdecke. Und denkst so, Alter, das Ding wiegt auch nochmal 10 Tonnen, das macht dir alles kaputt. Alter, der Boden. Alter. Ja, aber das ist Holz drunter, oder? Ja, klar. Das, ja, aber trotzdem. Also, sie sind jetzt auf der Seite hier, ne? Das ist ein sehr interessantes Gefühl. Boah, das ist überhaupt nicht geil. Ey, mach mal deine Hand hier drauf. Es fühlt sich an, als würde da ein Herzschlag sein. Nur sehr schnell. Ey, das ist aber mies. Die gibt nach bestimmter Absicht hier so. Alter. Und? Aber alles gut aus. Alles gut, ne? Oh, da rieselt es ein bisschen. Da ist gerade ein bisschen drunter gerieselt, hier an der Kante. Warte. Ja, klar. Da ist gerade so ein bisschen was abgefallen. Klar. Aber die Decke sieht auch gut aus, oder? Oh. Es hat funktioniert. Wir mussten dann auch immer rundherum verdichten. Das ist halt ultra wichtig gewesen. Also verdichten, verdichten, verdichten. Ja, und dann war das Ding irgendwann zu. Da war aber innen drin noch nichts. Gar nichts. Da hatten wir quasi einen Rohbau zu stehen. Wir hatten einen Bunker, der aber noch kein Bunker war, weil ja nichts drin war. Und was wir dann noch abgerissen haben, das zeige ich euch jetzt im Innenleben. Am Anfang war die Klappe, dann kam der Bügel noch oben drüber, weil das hier ist halt nur Alu. Ne? Klar hält das was aus, aber ich dachte mir so, wenn hier mal ein Baum rauffällt, na happy birthday. Und hier hast du so einen extrem starken, schweren Bügel. So, weil wir mussten den ja auch sichern. Ah. Gut, gehen wir mal rein. Hier beim Reingehen sieht man auch wunderbar nochmal die Deckenstärke. Das sind, glaube ich, 15 bis 20 cm Stahlbetondecke. Das klingt erstmal nicht viel, aber Leute, das ist. So werden Häuser gebaut. Das ist verrückt, das ist krank. Komm rein in die gute Stube. Und auch hier wieder alles so Kleinigkeiten. So ein Verschluss von so einer Klappe, das ist nicht mal eben gemacht. Hier diese Dämmung. So
zum einen Schallschutz und Tropfschutz, weil Wasser kondensiert an der Oberfläche und tropft hier rein. Damit war das auch erledigt. So, jetzt stehst du hier in diesem kleinen Raum und denkst dir so, puh, wir müssen ja eine Leiter. So, dann denkst du dir so, ja gut, aber die kann ja nicht so stehen bleiben, damit verbaust du dir ja alles. Also auch die Konstruktion. Das ist einfach hier so eine Geschichte. Achtung, könnte ein bisschen rieseln. So. Und was gehört natürlich in jeden Bunker? Exakt, Bunkerbetten. So, und das war auch eine Geschichte für sich, das war so schwer. Aber bevor wir das jetzt so kurz erzählen, möchte ich mal ganz kurz zeigen. Hier siehst du auch nochmal, wir haben extra alles so gelassen, wie es ist, damit man nochmal ein Gefühl dafür kriegt, dass es jeder einzelne Stein von uns gesetzt. Jeden Stein hatten wir in der Hand. Das ist verrückt. Das ist wirklich ultra verrückt. Hier sieht man auch noch die Maserung von den Schalplatten. Weißt du, was man auch noch an der Decke sieht? Was? Ein Einschussloch von der Gaskartusche. Ja, der ist hier. Warte, wo ist das Ding? Hier. Da ist die eingerastet. Das war mir drin, ne? Abgeheizt. Pass auf, da ist nicht, dass du deine Jacke verbrennst. Da klingt irgendwo. Einen habe ich gesehen, der Live 2019. Live 2019 haben wir. Boah. Oh shit. Alter, Mann. Alter. Ist gerade die Gaspulle hochgegangen. Alter. Oh, scheiße. Aber der Druck auf den Kessel! Alter! Gut, dass uns nichts passiert ist. Ich stand gerade noch da. Alter, hast du den Feuerball gesehen, Junge? Also, das war auch wieder ein legendärer Stream. Ja, wir haben hier schöne Streams drin gehabt, wir haben hier auch schöne Videos gehabt. Und ja, also du hast jetzt zwar den fertigen Bunker, aber du hast nichts drin, gar nichts. So. Hier steht hier dieser Rohbau und denkst so, ja, wie mache ich hier platzsparend Betten rein? Und dann bin ich tatsächlich durch Zufall auf ehemalige Bunkerbetten aus einem ehemaliger Bundeswehrstandort und die hatten halt auch so alte Bunkerbetten zu stehen. Und dann habe ich quasi mir so ein Ding hier selber gebastelt, weil normalerweise sind auf der anderen Seite auch nochmal drei Betten. Habe das ein bisschen umfunktioniert und habe mir hier Betten reingepackt, damit hier drei Leute Platz haben, beziehungsweise eins, zwei und Maya. So war der Plan. Was brauchst du noch im Bunker? Richtig, eine Toilette. Aber einfach eine schnöde Toilette hinstellen, ist ja langweilig. Also hier, schön mit Militärkiste, Pipi-Container und auch das Thema Staufächer. Wie willst du denn Staufächer in so einem Bunker bauen? Außer jetzt mit Regalen. Klar, Taschen einfach an die Wand. Zack, alles beschriftet, damit du genau weißt, wo was drin ist. Wichtig, Gasmaske, falls mal brennt oder weil es mal, ne, weil du raus musst. So. Und noch viel wichtiger sind Vorräte. Wenn du die Klappe zumachst, habe ich mir gesetzt als Punkt, 120 Tage hier unten musst du durchhalten. Das haben wir einfach darüber konzipiert, dass wir sagen, pass auf, wir brauchen einen Liter Minimum an Flüssigkeit, wenn du im Bunker bist, pro Tag. Das sind 120 Liter Wasser, die da unten stehen. Dann natürlich Nahrung ohne Ende, ne? In jeglicher Form. Und auch hier muss man wieder sagen, ohne gute Sponsoren, ohne Werbepartner, die einen unterstützen, ist sowas einfach nicht machbar. Weil ich habe mal hochgerechnet, der Bunker hat, glaube ich, über 55.000 Euro gekostet. Das ist einfach eine unglaubliche Summe, die da anfällt. Das kann man sich nicht vorstellen. Und darum ist es auch so wichtig. Und deshalb mache ich auch oft Placements und Werbung, weil ich das genau damit finanziere. Nicht, damit ich mir die Taschen voll mache, sondern damit ich so eine krassen Projekte einfach umsetzen kann. Auch hier natürlich wieder viele Emotionen, die hier stattgefunden haben. Wir waren zu zweit im Bunker, ich und Fritz. Ich geh kaputt, Junge! Daran hast du gar nicht gedacht. Null. Ich hab Angst, Alter. Oh Gott! Oh, mega! Eine der härtesten Nächte, die ich je hatte! Wir waren auch schon zu viert im Bunker. Mach die Luke auf! Ich ersticke! Ich ersticke, Alter! Da war mir ein Sauerstoff hier drin, Alter! Wenn man die Lüftung ankommt! Es stinkt hier so dermaßen ekelhaft! Alter, Klamotten riechen nach Scheiße, weil die so ekelhaft sind! Hier oben kann man nochmal wunderbar sehen, ey, alle von euch, Diamantmitgliedschaft, die sind hier verewigt. Ich habe hier, ich glaube, da ist sogar noch Saft drauf. Ja, da ist noch Saft drauf. So. Das war so krass. Ohne euch wäre das auch nicht möglich gewesen. Wenn ihr nicht gesagt hättet, komm mal, wir unterstützen dich, wir buttern hier mit rein, gucken, ob das wirklich funktioniert, was du da als Idee hast, dann wäre das nicht möglich gewesen. Da gehen nochmal dicke, fette Props an euch raus. Kuss auf euren Nacken, ich habe euch lieb. Ich freue mich ultra, dass wir das so geil zusammen gewuppt haben. Thema Küche. Es muss mobil, einfach und easy sein. Sieht man, alles kompakt, mit Abwassertank, normalen Tank. Wer jetzt nochmal genau wissen will, wie dieser Bunker aufgebaut ist und was da drin ist, der kann sich gerne die ganzen alten Videos angucken. Für mich ist halt heute erstmal nochmal wichtig, um euch auf eine Zeitreise mitzunehmen, wie das hier funktioniert hat. Und jetzt komm, ich lüfte mal ein Geheimnis, ne? Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon irgendwann jemals mal gesagt wurde. Das hier unten ist Linoleum.
Das ist kein Betonboden, das sieht nur so aus. Hier drunter befindet sich, guck mal, ob ich jetzt ein Werkzeug finde. Weil es muss ja eh weg, also können wir auch mal aufschneiden. Achtung, schneid mal auf. Befindet sich, warte, Holz. Holz. Damit der Boden quasi gerade ist und darüber haben wir einfach eine Schicht Linoleum gelegt. So. Es sieht geiler aus, weil es halt diese Betonoptik hat. Stell dir mal vor, du hättest jetzt überall diese Holzoptik. Das ist ein ultra komischer Kontrast. Ultra komisch und hässlich. Ja, ich habe natürlich an so ganz viele Sachen gedacht. Kaffeemaschine kam auch später. Ich habe mir irgendwann noch eine Infrarotheizung reingepackt. Das Thema Heizung war ja auch sehr... Sehr lange gedauert, bis man hier was gefunden hat, was auch wirklich gut funktioniert. Hier sieht man nochmal kurz zurückführend das Kabel von der Windmaschine, von dem Windrad, was hier reingeht, in den links. Hier wird es gespeist, die beiden Batterien. Haben bis heute auch, 3 Jahre... einen super Dienst geleistet, haben mich nie im Stich gelassen. Guck mal, wir haben jetzt 12,3 Volt Spannung und das nur durch ein Windrad. Dazu kam irgendwann nochmal ein komplexeres System mit 2 Zusatzbatterien, damit hier richtig Power auch für die Infrarotheizung ist, ganz wichtig. So, Essen, Trinken ist alles logisch. Grundlegende Sachen wie auch Unterhaltung. Hier ist noch ein Fernseher, den habe ich hier einfach mit reingepackt, weil man hier auch mal ein bisschen zocken muss. So, ganz wichtig. Alles mal abwechselnd, okay, ich fange an. Ich bin immer so ein Typ, ich gehe immer auf Speedrun. Ja, ist ja auch so, ich bin auch so ein Typ. Schnell durch, scheiß auf die Münzen. Ja, scheiß durch. Wirklich, ne? Wir wollen ja ans Ende kommen. Ja, komm. Nee, das ist jetzt die Halbzeit. Schlafplätze, Schlafsäcke. Also, alles, eigentlich für das leibliche Wohl ist gesorgt. Aber ich sage euch eins, das ist immer mit Kosten verbunden. Das ist echt krank. Was wir hier auf die Beine gestellt haben. Ich kann es immer noch wieder sagen. Die Momente hier mit Fritz, wo ich hier kacken musste und 9000 Leute mir dabei zugeguckt haben, wie ich einfach auf Klo musste. Okay, wir probieren es aus. Du machst jetzt den Stream, mutest den, stellst dich mit dem Stream in die Ecke und ich versuch's mal. Weil ich muss jetzt echt ohne Scheiß, ich muss das machen. Okay. Aber pass auf, ich setz die Kopfhörer auf. Ja, du kannst den. Wir machen mal einen Probelauf. Okay, Ton aus. Alter, das ist ultra nervig, die Scheiße, ich sag's euch. Mach den Ton aus! Was? Du sollst den Ton ausmachen! Jetzt? Okay, ja, okay, jetzt der Ton aus. Werde ich niemals vergessen. Das war einer meiner Lieblingsstreams, glaube ich. Ja, meiner auch. Nicht wirklich, aber es war spannend. Also es hat genau ein Jahr gedauert, bis das Ding fertig war. Ein Jahr gedauert? Wir stehen ein Jahr Bauzeit! Manche Leute können gar nicht so weit in die Zukunft gucken, weißt du, so von Projekten, wie ich denke so, Alter, krass, was wir hier abgerissen haben. Und das natürlich wieder nur mit so einem geisteskranken Team. Also, ne, Küsse gehen raus an jeden Einzelnen, der hier mitgeholfen hat, der hier dabei war. Also, ich kann gar nicht sagen, wie dankbar. Also, das macht mich sehr stolz. In ein paar Wochen? Und das ist so dieses Schlimme. In ein paar Wochen weiß ich, kommt hier einfach ein riesiger Bagger und robbt das Ding einfach weg. Boah, ich glaube, dann realisiert man das auch erstmal nochmal, ne? Ich glaube, dann kannst du mich erstmal irgendwo einweisen, dann brauch ich erstmal einen Schnaps. Also, das. So viel Blut, Schweiß und Tränen und auch Hassgefühle und auch schöne Gefühle, die hier. Also, das war wie so eine Kurve ständig. Was ich mit Chris hier geflucht habe, im Regen zu stehen, was hier abgegangen ist. Das kannst du keinem erzählen. Einfach Wahnsinn. Ja, aber kann man einen Bunker selber bauen? Ich denke schon. Wenn man das nötige Kleingeld hat und ein sehr, sehr gutes Team, ist es definitiv machbar. Aber. Hier mein Appell an euch, macht es nicht ohne Baugenehmigung, wenn ihr es quasi für länger zu stehen haben wollt. Dann geht auf jeden Fall den richtigen Weg. Hierfür gibt es keine Baugenehmigung, es hätte auch niemals eine gegeben. Deshalb wussten wir, okay, wir gehen das Risiko ein. Und ich habe immer gehofft, und das war halt immer dieser Punkt in meinem Kopf, die Hoffnung war da, dass irgendjemand sagt, ist schon okay, Madi. Du hast es solide gemacht, lass es einfach stehen, wir dulden das, alles ist okay. Ich meine, du lebst hier nicht, du wohnst hier nicht, es ist halt nur eine Filmkulisse. Dachte ich, vielleicht hat man Mitleid oder beziehungsweise Gnade vor Recht? Nein. Deshalb lernt aus meinen Fehlern, macht sowas nicht. Das hier ist Beweis, dass das halt in Deutschland nicht funktioniert. So, meine lieben Freunde, das war nochmal eine kleine Zeitreise von Anfang bis jetzt. Operation Maulwurf, Geheimbunker, findet damit ein jähes Ende. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Ich hab euch lieb, macht's gut, euer Survival Martin. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.